Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich zeige euch jetzt heute mal meine Klamotten, die ich gerne im Herbst anziehe. Hier haben wir sie welche. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei dem Video. Bis gleich! So, ich hoffe, die Kamera wird scharf, also auf mich. Genau, ich zeige euch jetzt Klamotten, die ich, wie gesagt, gerne im Herbst anziehe, Herbst, Winter. Das ist einmal dieses hier. Es ist sehr groß, es ist eine Nummer zu groß, oder besser gesagt zwei sogar. Hier ist 54, 56. Ja, das ist zwei Nummern so groß. Aber das sieht wirklich aus wie ein halber Sack. Aber ich finde mich da sehr, sehr gemütlich drin. Normalerweise trage ich 50, 52 in dem Dreh rum. Aber ja, das ist auch eine sehr schöne Qualität, finde ich. Ich habe jetzt keinen Bock, es nochmal anzuziehen. Es ist falsch rum auch, weil ich es gleich waschen werde. Weil ich wasche die Klamotten immer von der linken Seite, also von der falschen Seite. Ich weiß nicht, dann habe ich damit so gelernt. Genau, weiter weg. Genau, weiter. Dann haben wir hier nochmal so ein Oberteil. Das ist auch ein bisschen zu groß, glaube ich. Wie viel Größe? Auch 56, genau. Alle Klamotten, die ich hier zeige, sind etwas zu groß. Aber das finde ich manchmal gar nicht so schlimm. Hier ist es hier so ein was Geflochtenes, genau. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Genau. Weg damit. Genau. Denn heute kam mein Koffer. Und normalerweise sollte er von 8 bis 10 kommen. Gut, er kam dann erst um 5. Aber ist auch kein Weltuntergang. Ich bin jetzt dann schnell ausgepackt und dann gleich mal ich war ja bei meinem Bruder und seiner Freundin, haben wir dann Grünkohl gegessen mit deren Familie und meiner Familie und da habe ich den Koffer gleich mitgenommen, damit meine Eltern das gleich mitnehmen könnten, genau. Hier habe ich dann nochmal das gleiche, genau, also in Rot diesmal, auch mit dem Kragen, der so ganz schick ist, genau. Upsala. Dann habe ich hier etwas Graues. Ja, so der gleiche Pullover, den ich in Rot da habe, ist das jetzt auch hier in Grau. Den finde ich auch ganz schick. Mal ein bisschen, jetzt nicht nur graue Sachen oder weshalb nicht nur dunkle Sachen, sondern auch ein bisschen hellere. Dann habe ich hier was Orangenes. Was sind das eigentlich hier? Ach ja, das mit. Da wäre ich auch in Dunkel. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal so eins. Und diesmal ist es so mit Schleife hier. Genau. Dann habe ich eine Hose. Die ist in Größe 52. Die hat lange, lange Zeit nicht gepasst. Und heute habe ich sie angezogen. Sogar musste ich einen Gürtel ummachen. Also hat diese 7 cm haben dann doch was gebracht. 7 cm. Geil, in 5 Wochen. Also eine ganz normale Hose. Ja, den Zettel müsste ich auch mal abmachen. Ja, die werde ich aber erst auch waschen. Auch von links, genau. Werde ich gleich machen. Dann habe ich Klamotten bekommen von der Cousine meiner Mutter. Die hat abgenommen mit meinem WW viel. Ich weiß nicht genau wie viel. Aber ja, da habe ich jetzt auch Klamotten bekommen. Und eine Tasche, die ist zwar ein bisschen klein, aber wenn eine andere kaputt geht, nehme ich die. Die ist auch sehr schick. Hier habe ich jetzt von in so einer Farbe hier. Und oben ist es halt so. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Ist Größe. Was? Steht da gar nicht drauf, oder? Doch.
Größe, oh, 48,50. Mensch, das ist schön. muss auch gewaschen werden. Was habe ich hier? Eine Hose? Nein, Oberteil, glaube ich. Achso, also ein Oberteil. ja. Muss auch gewaschen werden. Also, ne, also es müsste vielleicht nicht gewaschen werden, aber ich möchte es einfach vorher waschen. Das ist einfach so ein bisschen, so mein Tick. Genau. Dann habe ich hier noch sowas hier. So ein Pullover. Das ist Geschmackssache. Ich finde es sehr, sehr schick. Und den werde ich jetzt auch mal anziehen, aber wie gesagt, vorher werde ich ihn waschen. Genau. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz die Tasche. Hier, diese Tasche. Die sieht auch ganz süß aus. Sieht auch sehr neu aus noch. Also nicht so oft benutzt. Genau. Hier ist ja, glaube ich, auch nicht so oft benutzt worden, weil hier ist noch der, wo das Preisschild immer dran ist. So ein Plastikhaken. Genau. Was ich noch sagen wollte. Hier, komm her. Und zwar hatte ich, war ich nicht halt vorgestern nach Hause gekommen und in Zug Richtung Hannover. Also ich bin dann erst in den Zug von Bad Kissingen nach Würzburg gefahren. Das waren 55 Minuten. Und dann bin ich nochmal von Würzburg nach Hannover mit dem ECE. Und da hatte ich ja zum Glück diesmal einen Sitzplatz, nur für mich. Da war einzeln. Und da konnte man sich so schön nach hinten lehnen. Weil gerade konnte man da nicht sitzen, leider. Ich fand es ein bisschen unbequem. Aber das ist auch gar nicht das Problem oder das Thema. Und zwar habe ich dann mit einer anderen Dame Kontakt geknüpft. Die, glaube ich, die kam ursprünglich, glaube ich, nicht aus Deutschland. Und zwar irgendwie aus einem anderen Land. Türkei, Syrien. Also auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ich habe sie auch nicht so gut verstanden. Sie war aber in Fürth oder Fulda. Fürth oder Fulda? Fulda, glaube ich, kann man sagen. Auch in Reha. Also auch 5 Wochen lang. Und sie ist dann, wollte irgendwie umsteigen in Hannover. Und ja, hat sie mich dann gefragt, ob ich denn helfen könnte. Und habe dann ihr dann gezeigt und zumindest gesagt, wo sie dann hin müsste. Und sie hat aber sehr, sehr viele Koffer gehabt. Ich verstehe gar nicht, wie hätte ja auch, wie ich, mit Hermes das verschicken können. Aber es hat leider nicht geklappt irgendwie, oder zumindest hat sie es nicht gemacht. Und dann hatte sie 2 große Koffer und 4 Taschen. Und ja, dann habe ich ihr zum Schluss dann auch noch geholfen, aus dem Zug auszusteigen mit den ganzen Koffern und Taschen. Und dann sind wir halt zu ihrem Gate gegangen. Das Gute war, dass genau gegenüber von meinem Gate war. Gate. Gleis. Das war sehr gut. Und zwar haben wir dann gewartet auf ihren Zug. Der kam dann ein bisschen später und ständig hat ihr Sohn da angerufen und hat dann mit mir gequatscht auch noch, dass seine Mutter das erste Mal irgendwie jetzt den Zug fährt und dass sie da sehr, sehr froh ist, dass ich ihr geholfen habe. Und ja, habe ich natürlich gerne gemacht, ne? Aber zum Schluss war es dann halt so, ich habe sie dann gehen lassen müssen, in dem Sinne stehen lassen müssen, weil mein Zug kam und ihr Zug kam halt noch nicht. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie gut angekommen ist, glaube ich jetzt, ist Donnerstag natürlich, dass sie, glaube ich, gut angekommen. Genau. Dann habe ich noch irgendwas anderes oder war es das jetzt erstmal? Nee, das war es erstmal. Meine Lieben, es war ein kürzeres Video jetzt heute. Muss auch mal sein. Ja, oder? Habe ich noch irgendwas? Ich überlege gerade mal ganz kurz. So, meine Lieben. Ja, ich hatte noch etwas, was ich euch erzählen wollte. Und zwar gab es ja in der Reha diese Gestaltungstherapie. Und da hatten wir auch die Wünsche, die man hat. Ne? Also meine größten Wünsche waren und sind immer noch halt, dass ich nach Hannover ziehen möchte. Dann auch, also ich habe ja schon mal in Hannover gewohnt, 3 Monate lang für die Ausbildung zur Krankenschwester. Und es hat ja nicht so gut geklappt.
Aber es waren trotzdem die schönsten 3 Monate in Hannover zu wohnen. Dann ist eine eigene Familie, so mit Kindern. Das wäre wunderschön, weil mein Bruder hat ja auch eine Freundin jetzt. Und es ist auch schön zu sehen, dass ja, wie das so sein könnte. Ja, dann eine eigene Familie, ein Hund. Also ich liebe meine Katzen über alles. Also wirklich, sie sind, also ich liebe sie, ja. Aber ein Hund wäre schon das Nonplusultra, weil dann muss man halt rausgehen, ne? Mit der Katze kann man ja nicht schlecht rausgehen, könnte man auch im Notfall, aber ich glaube nicht, dass ich mit Findus irgendwie rausgehen könnte, der hat ja vor allem Angst und dann kann ich mir nicht vorstellen, der Philo hier, der würde das sehr interessant finden, mit so einer Leine das zu machen, aber ja, ein Hund wäre schon cool. Dann natürlich auch ein Job. Entweder mit YouTube oder halt irgendwie was im Internet machen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Oder halt wieder in die Reinigung. Wäre auch kein Weltuntergang. Oder halt reinigen. Alltagsbegleitung. In die Pflege möchte ich nicht zurück. Aber halt gerne in die Alltagsbegleitung. Aber am liebsten halt eine neue Wohnung. Eine Wohnung, die größer ist als die. Und Hannover halt, ne? Das wäre halt diese Wünsche, die ich habe. Und ja, das haben wir alles so ein bisschen in dieser Gestaltungstherapie ein bisschen aufgemalt oder so. Fand ich sehr, sehr toll. Gut, ihr kennt ja meine Malkunst. Ist keine Kunst, das ist furchtbar. Ist peinlich. Genau. Aber shit happens. Ich höre jetzt auch so quatschen. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen sollte. Meine Lieben, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Give me, give me, give me just a little smile.